Liebe Freunde, darf man von Gott fordern? So scheint es, dass genau das Moschee zu Beginn unseres Wochenabschnitts macht. Ich flehte zu Gott, spricht Moschee, in dieser Zeit lemor, wird übersetzt wie folgt, zu sagen. Das ist normalerweise die Redewendung, die Gott zu Moschee sagt, es weiterzutragen an das jüdische Volk, wenn er eine Anweisung hat. Aber was bedeutet es, wenn Moschee Gott sagt? Wie folgt. Lemon bedeutet, er fordert eine Antwort ein. Rashi zur Stelle bemerkt, dass das an drei Stellen vorkommt, Lemon, dass Moschee zu Gott spricht und eine Antwort erwartet. Einmal, als er sich für die Heilung seiner Schwester Miriam einsetzt und einmal, als er einen Nachfolger für sich selber sehen möchte. Auch da fordert er, Vayomer Moshe el Hashem Lemor. Darf man fordern von Gott? Gerade Moshe, der bescheidenste aller Menschen? Vielleicht ist hier nicht eine Forderung gemeint, wie wir es verstehen. Vielleicht ist gemeint, dass Moshe mit seinem ganzen Wesen so sehr der Sache anhing, dass sein Flehen, seine Bitte nicht unbeantwortet bleiben konnten seitens Gottes. In unserer Parascha möchte Moschee so sehr ins Land Israel gehen. Bei Miriam möchte er so sehr, dass seine Familie, seine Schwester geheilt wird, der sein Leben verdankt und seinen ganzen Werdegang. Und als er um einen Nachfolger bittet, möchte er, dass das Volk weiterhin in besten Händen ist. Diese Dinge liegen Moschee so sehr am Herzen. Seine Schwester, seine Familie, die Dankbarkeit, das Volk Israel und das Land Israel, das sein ganzes Wesen zu Gott schrie, bitte lass meine Bitte nicht unbeantwortet. Ich kann so nicht einfach weiterleben, ohne eine Antwort von dir zu kriegen. Wenn etwas so sehr am Herzen liegt, dann muss es auch von Gott beantwortet werden. Mögen wir die Werte, die uns wichtig sind, ins Zentrum unseres Lebens stellen, dass unser Herz stets Gott entgegengeht und die Bitten, die wir da mittragen, auch nicht unbeantwortet bleiben. Shabbat Shalom und alles Gute.